Wir verbringen jetzt den Morgen miteinander. Das ist mein alltäglicher Weg zur Arbeit. Von der Hermannstraße aus mit der U8 bis nach Wittenau an den schönsten U-Bahnhöfen von Berlin vorbei. Und wir machen uns einfach einen wunderschönen Tag gemeinsam. Und es wird vieles passieren, von dem wir... Ich glaube ja gar nicht, dass wir das machen, ne? Was sollen wir denn machen? Ich glaube ja, dass wir was ganz anderes machen. Mich dünkt, ja, dass wir heute hier in der U-Bahn, in der U8, ein altbekanntes Spiel, ein Tänzchen aufführen, ja, ein unterhaltsames, namens Wenn ich Sie wäre. So, ja, wir sind vorbereitet. Ne? Sag mal, seh ich auch mal so assi aus in den Klamotten? Also wenn das an mir so aussieht wie an dir, dann ja. Oh Mann, ey, vielleicht sollte ich doch nochmal drüber nachdenken, vielleicht mich ein bisschen mehr für Fashion zu interessieren. Na gut, okay. Wir legen los, ja, zum Warmwerden. Würde ich sagen, Häufer Umlauf, reden wir nicht lange drum rum. Wenn ich Sie wäre, würde ich schwarz fahren den ganzen Tag. Nein, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Natürlich kann man so. Nein, das ist auch in der Vorbildfunktion auch falsch. Ja, kannst du ja ein Taxi neben nach Hause fahren, oder was? Das? Willst du jetzt schon? Ja, okay, pass auf, ich fahr schwarz, kein Problem. Dann aber eine direkte Retourkutsche. Wenn ich Sie wäre, Herr Winterscheid, würde ich eine von diesen sündhaft teuren Monatskarten der BVG kaufen. Am besten aber noch für Schüler. Dann fahre ich quasi auch schwarz, das kostet nur irgendwie 30, 40 Euro oder was? Nee. 27 Euro? Denn ich gehöre allein zu dir, Berlin, Berlin. Herr Umlauf, weißt du, ja, was für ein jährlicher Schaden entsteht dadurch, dass Leute hier einfach ohne Fahrausweis fahren? Ja, hier in der BVG, so wie du zum Beispiel. Okay. Einer, ne? Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wenn ich Sie wäre, Herr Winterscheid, würde ich mal da hinten durchgehen und mal schön den ganzen Waggon die Fahrkarten kontrollieren. Aber dass du das in so einem Berliner Fahrkartenkontrolleur-Slang auch machst, so, ne? Leg mal los, jetzt irgendwo da hinten, weit weg. So, schönen guten Tag, die BVG, die Fahrausweise bitte. Macht jeder besoffene Typ, der mit der BVG fährt, kommt irgendwann auf die Idee, die Fahrausweise zu kontrollieren und findet das ganz lustig. Könnte ich mal Ihren Fahrausweis sehen? Ja. So, ich sitze am längeren Hebel. Kriegst du, wa? Ja, kriegst du. Na, alles in Ordnung? Ich glaube, die haben mich nicht ernst genommen. Und einen habe ich gegessen. Ne? Nie gegessen? Das war überhaupt nicht die Aufgabe. Ja, aber das war irgendwie so eine Übersprungshandlung. Es gibt so ein paar Sachen, ne, die sind einfach so, die macht man einfach nicht. Sowas wie im Aufzug furzen zum Beispiel. Nein, widerlich. Das macht man nicht. Ne. Nur unter guten Freunden. Nur, ja. Oder wie du immer in meinem Auto. Ja, wenn die Bifi noch mal Pfötchen gibt. Wenn die Bifi noch mal Pfötchen gibt. Ja. Kennst du Harzer Käse? Er macht den Deckel zu. Wenn ich Sie wäre, Herr Winterscheid, würde ich jetzt hier in dieser U-Bahn den Harzer Käse essen. Aber weißt du, was noch viel, viel schlimmer ist? Da vorne sitzt eine relativ attraktive junge Frau. Nimm doch einfach mal diesen Harzer Käse, nimm ihn mit, pack ihn aus, setz dich neben sie und esse ihn in aller Ruhe. Vor Freude habe ich mir gerade einen Schritt gefasst selber. Ich kotze gleich nur vom Zugucken. Kannst du mich bitte ein bisschen weiter wegsetzen? Der stinkt bis da vorne. Kannst du bitte? Das ist ja ekelhaft. Klasse. Ja, jetzt haben wir keinen Fall leer, aber der ganze Waggon stinkt schon. Echt geil, wenn du jetzt einfach... Habe ich jetzt geschafft? Ja, du hast es geschafft, aber... Okay. So, das ist für dich, ne? Eine kleine Erinnerung an mich, ne? Wenn Sie teilen. Gucken Sie nicht so gierig auf den Käse, Sie kriegen schon was ab, ne? Ich hab selbst ein Bein. Ach was? Hello again. Ich sag nur noch Hello again. Hello, hello, hello. Machst du dich an? Ein Ding ran. Hello, hello.
Hier sind ja ganz viele Stangen, ja, an denen muss man sich normalerweise festhalten, aber so viel ist nicht los. Ich würde sagen, wenn ich Sie wäre, Herr Häufer-Umlauf, würde ich jetzt mal eine Runde Pole-Dancing machen für die Leute. Das mögen die Leute sowas. Das ist cool. Aber ohne Musik. Ohne Musik, ja, ohne Musik ist total affig. Hey, wirklich? Hier steht auf Jungs. Ja, sehr gut. Dann würde ich jetzt sagen, Private Dance. So, jetzt dein Glückstag, mein Lieber. Lap Dance. Dann machen wir mal. Der rutsch mal ein Stückchen rüber, komm, mach doch mal. Ja, komm, rutsch mal ein Stückchen rüber. Me and you could use a lift. I'm out of here on the corner crying. I got rhythms, but I got no gift. Mir hat's gefallen. Mir hat das gefallen. Bitte, was ist denn los mit dir heute? Ich mochte das so. Ja. Ich bin gerade mit dem Harzer Käse. Irgendwie ist da hier so. Ja, irgendwie ist bei dir da was. Irgendwie Bock bekommen heute. Ich bin gut drauf. Ich bin ein unschlagbarer Gegner heute. Unschlagbarer Gegner. Ja. Hast du noch Bock? Ich muss ehrlich sagen, ne? Ich bin so unwohl gefühlt wie jetzt. Warum denn? Was hast du denn? Ach, weiß ich nicht, hier den einen Typen da antanzen und. Ey, ich hab so einen Schub gute Laune gekriegt heute, ne? Bin ich jetzt gerade nicht in dem Stadion. Gute Laune-Strahlen aus dem All. Ja. Vielleicht ist es das. Ne? Da vorne sitzt aber so ein Kollege. Geh doch einfach mal zu ihm und setz dich bei ihm auf den Schoß. Also kurz gesagt. Der schlägt mich tot. Deswegen, ja. Wenn ich Sie wäre am Winterschein, würde ich mich bei dem Gangster-Kollegen da vorne einfach mal bis zur nächsten Station auf den Schoß setzen. Nichts machen, ne? Ich mach nichts durch, ne? Was ist das für ein Asi, der sich da wirklich auf den Schoß setzt, ne? Geh mal jetzt runter, ja? Ne, nur bis zur nächsten Haltestelle, dann geh ich runter auf jeden Fall. Nein, geh jetzt runter. Nein, bitte. Guck mal, dein Freund findet es. Bis zur nächsten Haltestelle und dann, wirklich, sonst hab ich verloren, wirklich. Nein, ist egal, geh mal runter. Merkst du, der verarscht dich? Nein, lass ihn nicht voll quatschen. Er führt dich vor, hier laufen Kameras, er führt dich vor. Wenn was ist, helfen Sie mir. Das ist hier eine Zivilcourage in der U-Bahn-Abfrage. So, okay, alles klar, wunderbar. Dankeschön. Ne? Es war eine brenzliche Situation. Ja, schade, ich hatte gehofft, sie eskaliert. Es war kurz davor. Es war eine brenzliche Situation. Wie du den noch aufsteigst, ist so eine Schere. So. Vor Umlauf, wenn ich Sie wäre, dann würde ich jetzt mal gegenüber auf der Bank von uns die etwas ältere Dame bitten, mal aufzustehen, damit du dich auch mal hinsetzen kannst, ja? Mach das doch mal. Entschuldigung, würden Sie vielleicht bitte aufstehen, dass ich mich auch mal setzen kann? Ah, Dankeschön. Sie auch, Dankeschön, ja. Oh Gott. Tut mir leid. Du bist echt ein schlechter Mensch, ne? Ja, bin klar, danke. Überall ist Platz hier, ne? Ja. Und du musst hier die Leute verscheuchen, ne? Herr Winterscheid, wenn ich Sie wäre, würde ich mir diese mobilen Rollschuhe unter Ihre Schuhe schnallen. Und ich sag mal so, wenn sie losfährt, ne, wirst du schon sehen, was passiert. Aber nicht festhalten, links und rechts, sondern einfach mal gucken, wie weit du kommst. Das ist doch arschgefährlich. Ja. Cool, die leuchten, oder? Okay, gut. Reicht das jetzt? Silent light's gone.
Ist ja. Witzig, ne? So, die Rollschuhe sind auch kaputt jetzt. Ne? So. Ja, das würde ich gerne noch mal in der Zeitlupe sehen. I like to watch things on TV. Reicht, ne? Wir machen jetzt ein kleines physikalisches Experiment hier in der U-Bahn. Kennst du vielleicht noch aus Sendungen wie der Knopf-Hoff-Show und so weiter, ne? Oh, die habe ich geliebt. Absolut, ja, und die wirst du jetzt auch wieder lieben. Für dieses Experiment musst du dich mal in diese Richtung mit dem Kopf nach da, okay, auf den Bauch, auf den Boden legen. Okay. Wenn ich sie wäre, würde ich jetzt das Knopf-Hoff-Experiment machen. Warum kriege ich eine Schutzbrille? Nein, die ist für mich. Ich bin der Typ, der den Test durchführt, ne? Das ist ein physikalisches, sehr interessantes Dings. So, jetzt die Hände mal auf den Rücken. Ey, was machst du? Nix. Klaas! So. Warum machst du mir die Hände auf den Rücken fest? Weil dann sonst das Experiment nicht funktioniert. Hä? Gut. Weil ich muss erst die Schutzhandschuhe anziehen, sonst kann ich mich an den scharfen Kanten. Was machen wir? So, und jetzt? Nee. Hallo? Kannst du dich daran erinnern? Ich habe eine Vergangenheit, was das angeht. Das brauche ich nicht nochmal. Was denn? Das ist doch kein Eishockeyspieler, das ist ein Gurkenfass, Mann. Ich sag mal, bist du total bescheuert? Hast du nichts dazugelernt? Ich werde mich jetzt hier nicht von einem 1000 Kilo Gurkenfass auf den Kopf knallen lassen. Wenn du es nicht machst, hast du verloren. Ach Gott, was mache ich? Ich mach's nicht. Warum denn? Oh. Oh. Das war knapp. Aber ich muss sagen, nie sah ein Verlierer mehr nach einem Verlierer aus als du gerade. Ich bin nicht nur Aushalten-Weltmeister, sondern auch, wenn ich sie wäre, Weltmeister, mein lieber Joachim. Ne? Nimm dieses scheiß Gurkenfass von mir runter. Ich kann das Leben an mir vorbeiziehen sehen. Ich bin, wenn ich sie wäre, Weltmeister. Wusstest du das? Ja. Ja? Ist mir egal.